Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem ganz tollen Video. Wir haben, wenn dieses Video online kommt, wenn alles klappt wie geplant, ziemlich genau 16. März, 0 Uhr morgens. Ich habe heute Geburtstag. Yay! Ich werde dieses Video bereits vorproduziert haben, genau gesagt haben wir heute, wo ich das hier aufnehme, den 26. Februar. Und ich möchte über das nächste Adventskalenderprojekt von Günther aus der Dönerbude sprechen. Übrigens merkt ihr vielleicht, dass die Audioqualität viel besser ist als zum Beispiel in Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Diese Qualität werde ich zwar in normalen Videos nicht bieten können, aber in der zweiten Walross Edition in Returns. Heute geht es aber, wie gesagt, um das Adventskalenderprojekt. Und zwar dreht sich dieses tatsächlich auch um die Walross-Edition. Dieses Mal möchte ich den Adventskalender nämlich als Projekt der Community machen. Und zwar wird auch heute Abend um 20.15 Uhr noch die Pokémon Mystery Dungeon Walross-Edition Returns starten. Und der Adventskalender ist eure Aufgabe. Jeder, der Interesse hat, sucht sich eine Szene aus. Entweder aus Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition oder sobald es fertig ist oder man eine Szene hat, aus Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns. Und schreibt, wie diese Szene hätte anders verlaufen können und was dann die Folgen wären. Das Ganze hat ein paar Bedingungen, ein paar Teilnahmebedingungen. Erstmal, es müssen natürlich am Ende 24 Videos rauskommen. Deswegen wird es den Adventskalender, wenn zu wenige mitmachen, in dieser Form leider nicht geben können. Und wenn zu viele mitmachen und du auch unter denjenigen bist, kann ich dir halt nicht versichern, dass dein Text auch in die Aufnahme kommt. Aber nun zu den Bedingungen. Wie gesagt, soll das Ganze ein alternativer Ablauf einer Szene aus einer der Geschichten sein. Hierbei dürft ihr alte Charaktere verwenden, neue Charaktere hinzufügen, alles machen, was ihr wollt. Aber zunächst kommen wir zu den Bedingungen, die ich in der Formatierung stelle. Einfach auch, damit ich gut einschätzen kann, weil ich es selber mal so mache. Das Ganze soll auf Microsoft Word geschrieben sein, was man sich eigentlich denken kann. Und zwar ist die Schriftgröße 14 mit dem normalen Calibri-Textkörper sehr, also das fände ich sehr gut, das benutze ich selber auch. Man kann es aber, das wäre eben so das, was ich am besten finde, ist jetzt nicht 100% Pflicht, aber... Man kann es auch machen, dass, wie ich es gemacht habe, was ihr ja nicht wisst, dass ich manchen Charakteren eine andere Schriftart gegeben habe. Und was vor allem, was dahingehend sehr wichtig ist, zu den verschiedenen Charakteren. Versucht, die Farben, die ich hier gleich sagen werde, zu verwenden, wenn ihr schreibt, was die Farben der einzelnen Figuren sind. Und zwar gehen wir das Ganze hier mal durch. Es müssen logischerweise eigentlich alle Charaktere drin sein. Boah, ich überlege... Mann, ich hätte mir das vielleicht vor der Aufnahme überlegen sollen. Aber ein Charakter kommt in der Story erst dazu, ein neuer. Und... Okay, dann sage ich das so. Dieser Charakter, der neu hinzukommen wird... Im 7. Kapitel der Geschichte, wenn dieser Charakter etwas sagt, ihr sollt die wörtliche Rede dann einfach in den Farben des Charakters schreiben. Für diesen neuen Charakter nehmt ihr dunkelblau. Dann die Charaktere, die schon alle vorgekommen sind. Für Günther könnt ihr eigentlich ganz normal schwarz nehmen. Also die Standardschriftfarbe, aber dann auf Anführungszeichen so etwas achten. Dann Lord Ecke hat eine orangene Farbe. Floink, muss ich auch überlegen.
In meiner ersten Geschichte hatte er Rot, das hat in meiner zweiten aber Latias. Und in meiner zweiten hatte er Schwarz und das hat Günther schon. Floink macht ihr gelb. Bisasam bekommt grüne Schrift. Dann Latias bekommt, wie gesagt, rote Schrift. Die dunkle Macht ändert ihr die Schriftart auf schwarz, wenn ihr diese verwendet. Und habt schwarze Farbe, wenn ihr diese verwendet. Wenn ihr eigene Charaktere einfügen wollt, könnt ihr das ruhig machen. Da habe ich absolut nichts dagegen. Bloß, auch es kann gut sein, dass ihr nicht wollt, dass man von Anfang eurer Geschichte her weiß, dass diese Charaktere vorkommen, sondern irgendwie zum Beispiel wie die Enthüllung der Existenz der dunklen Macht in meiner Geschichte erst sehr gegen Ende kommt. Dann würde ich es gerne haben, dass sobald dieser Charakter seinen ersten Auftritt hat, ihr mir noch mal kurz in Klammern oder so daneben schreibt, in welcher Farbe der Text dieses Charakters nun ist. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ihr solltet probieren, ihr könnt meinetwegen auch länger machen, aber dann kann es eben sein, dass ich nicht eure ganze Geschichte drankommen lassen kann, wenn zu viele mitmachen. Andererseits kann es dann sein, wenn sich nicht so viele melden, dass euer Teil gleich mehrere Folgen bekommt. Aber ihr solltet mindestens mit Schriftgröße 14, wie gesagt, 5 Seiten in Word aufs Papier bekommen. Denn, das weiß ich aus eigenen Erfahrungen vom Vorlesen, diese 5 Seiten würden ungefähr 10 Minuten entsprechen. Ihr könnt, wie gesagt, auch mehr machen, wenn ihr wollt. Ich werde vor allem eben danach gehen, wie gut mir die Geschichten gefallen und danach auch dann sortieren. Also, wenn jetzt zum Beispiel du da draußen eine Geschichte schreibst und die kommt an Weihnachten dran, Heiligabend, dann weißt du, dass ich deine Geschichte wohl ziemlich gut fand. Also, was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Was auch noch wichtig ist, habe ich jetzt hier nach einem kurzen Audio-Cut. Und zwar sollte eure Geschichte, ich weiß, das könnte einigen schwerfallen, mir selber würde es das auch sehr, wenn ich mitmachen würde. Die Geschichte sollte möglichst kein offenes Ende haben, da ich das Ganze auf meinem Kanal dann bringen möchte und man nie ein wirkliches Ende hätte. Irgendwann wird ja zum Beispiel auch die Walross-Edition ein geschlossenes Ende finden. Tja, das war's dann eigentlich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte ich das haben, werde ich es noch einmal nachtragen. Ja, klar, das Wichtigste, wie ihr mich kontaktiert. Also, der Einsendeschluss für eure alternativen Szenen. Die, wie gesagt, egal wo erste oder zweite Geschichte stattfinden können, ist der 1. November dieses Jahres. Dieses Video kommt jetzt schon, damit ihr eben genug Zeit habt, um etwas zu schreiben. Ich weiß, dass ihr jetzt nicht so ewig schreiben werdet und etwas später wäre auch noch gegangen. Aber es kann schon dauern, das weiß ich. Und erreichen könnt ihr mich. Schickt mir die Geschichten, die ihr habt, unter meiner, ich nenne es mal, geschäftlichen E-Mail-Adresse als Word-Datei. Hier seht ihr sie unten eingeblendet. deinsvater@gmail.com. Ich weiß, ich bin gut. Ja. Das war's dann mit diesem kleinen Infovideo. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt eine Szene, schickt sie mir und dann seid ihr vielleicht ein Teil des Adventskalenders. Ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich mitmachen, damit wir ein gescheites Projekt zusammenbringen. Und wenn ich jetzt aufhöre, dann kann mir keiner sagen, ich habe auf 10 Minuten gestreckt. Also, wenn's euch gefällt, dann lasst doch vielleicht mal ein Abo und oder ein Like da. Macht dort mit. Wir sehen uns. Bis irgendwann. Ciao.